Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal und willkommen zur nächsten Folge Ausblick. Wir blicken voraus und zwar auf Veränderungen bei der Sunderer zum Beispiel. Hier wird das Schiffchen geändert. Nach der ersten Testversion wurde festgestellt, dass die Hauptstärke die Hauptbewaffnung ist und die muss weiter gefördert werden. Das Schiff hat ja so große Nachteile, so ein bisschen, meiner Meinung nach zumindest. Die Reparaturmannschaft ist nicht typisch britisch, ist ja nur eine normale Reparaturmannschaft. Ja, und das Schiff war dann einfach ein Ticken zu schwach und deswegen wird es wie folgt geändert. Und zwar wird die Nachladezeit der Hauptbatterie von 30 auf 26 Sekunden gesenkt. Das sind die Stockwerte. Ihr könnt die ja nachher mit den Modulen, Hauptbewaffnungsmodifikation 3 ist das Stichwort, nochmal verkürzen. Dafür im Austausch für Turmdrehgeschwindigkeit. Also die werden langsamer, dafür könnt ihr aber schneller nachladen. Dann wird der Sigma-Wert von 2,0 auf 1,9 gesenkt. Das heißt, die Munition ist nicht mehr so ganz genau. Also sie orientiert sich nicht mehr so stark in Richtung Mitte, also da, wo ihr hinzielt. Dafür wird die Größe der Streuungsellipse verkleinert. Also der Bereich, wo überhaupt die Granaten landen können, wird kleiner. Das ist also irgendwie so eine Mischung, die Mumpeln in dem kleineren Bereich besser verteilt sozusagen. Ja, für Wargaming. So. Damit geht das Schiff in die nächste Testversion. Mal gucken, was da rauskommt. Und dann geht es schon weiter. Dann gehen wir nämlich zur Ohio. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das Schiff soll ja demnächst für Forschungspunkte ins Spiel kommen. Also wenn ihr eure Bäume resettet habt, dann wieder die ganzen Schiffe hochgefahren habt. Ihr bekommt keine Punkte, wenn ihr Bäume resettet. Ihr bekommt nur Punkte, wenn ihr ab dem T6-Schiff Siege holt. Also T6, T7, T8, T9, T10. Jedes Mal der erste Sieg, der gibt Forschungspunkte. Nicht, wenn ihr einen Baum resettet. Das möchte ich nur nochmal sagen, weil ich die Frage immer wieder sehe. Wie wird sich die Ohio verändern? Die hatte 26 Sekunden Nachladezeit und bekommt jetzt 30 Sekunden. Die hatte Sigma 1.9, bekommt jetzt Sigma 2.0 und hatte eine kleine Streuungsellipse und die wird jetzt vergrößert. Also ihr merkt, das ist genau konträr zur Sunderer. Ja? Das ist also wirklich interessant. Mal gucken, wie das Schiffchen sich dann weiterentwickelt. Es gibt noch weitere Veränderungen und zwar bei der Reparaturmannschaft. Vorher hat die Reparaturmannschaft pro Sekunde 0,6 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wiederhergestellt. Die Reparaturmannschaft lief 28 Sekunden, also konnte man bis zu 17.780 Trefferpunkte wiederherstellen in einem Zyklus. In Zukunft wird das nur noch 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes sein. Das heißt 482 pro Sekunde, das heißt 13.482 Punkte sind in einem Gesamtzyklus maximal wiederherstellbar. Auch da Stockwert, India-Delta-Flagge obendrauf, dann bekommt ihr nochmal 20% mehr Punkte hergestellt. Ja, das ist das, was man zu Ohio sagen kann. Auch da gibt es also weiter eine Veränderung. Das Schiff wird also so schnell wahrscheinlich nicht auf dem Live-Server verfügbar sein. Also zumindest nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Normalerweise lässt sich Wargaming mit den Testzyklen immer relativ viel Zeit. Und da das jetzt die zweite Version erst ist, ja, ich glaube nicht, dass wir sie im September, also jetzt wird sie jedenfalls nicht bis Mitte September, Ende September sehen. Ich glaube, sie wird eher im Oktober oder so kommen. Mein persönliches Bauchgefühl, keine Nachricht oder so, sondern einfach nur meine Vermutung. Ganz klar betont. Dann kommen wir zu dem dritten Thema und da geht es um italienische Kreuzer und SAP-Granaten, so ein bisschen kombiniert. Hier steht noch Milano, ich bitte das zu verzeihen. Das Schiff heißt jetzt schon Venezia, wurde ja umbenannt von Wargaming vor einiger Zeit. Die ganzen, das T8, T9 und T10-Schiff wurde umbenannt. Und ja, da gibt es jetzt folgende Veränderungen. Es wurden nämlich zum ersten Mal die Schadensgrenze für die SAP-Granaten auf Zerstörern gelöscht. Heißt effektiv, vorher war es so, dass ihr maximal mit den SAP-Granaten 10% eures Alpha-Damage auf Zerstörern machen konntet. Das ist quasi die gleiche Mechanik wie bei der AP-Granate ab 283 mm. Jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt gibt es die HE-Mechanik quasi. Ihr macht immer euren Schaden mit der Penetration, je nachdem, Overpen oder nicht. Ja, das hängt dann davon ab, was ihr da so halt schafft. Von der Sache her kann es ja eigentlich keine Overpens geben, weil SAP ja keine Overpens ermöglicht. Ja? Eigentlich ein bisschen doppelt gemoppelt, was ich gerade erzählt habe. Also, dann des Weiteren wurden Abprallwinkel verändert. Und zwar von 60 bis 85 Grad Abpraller auf 75 bis 80 Grad, ne? Also nur noch ein 5%, also 5 Grad Winkel. Vorher waren es 25 Grad, ja, wo man Abpraller entstehen konnten. Jetzt sind es nur 5 Grad. Das ist also eine interessante Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Also die SAP-Granate wird
es einfacher haben, Schaden zu verursachen. Vor allen Dingen, weil das Fenster ist ja riesig, ne? Von 1 bis 75 Grad kann man keine Abpraller haben. Dann kommt 75 bis 80 Grad Abpraller und von 80 bis 90 Grad, also die letzten 10 Grad sozusagen, da gibt es dann wieder Abpraller. Also garantierte Abpraller, ne? Sozusagen. Ich finde das interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich die SAP-Munition noch weiterentwickelt. Dann geht's weiter, und zwar mit der Grundfeuerreichweite für die Hauptbatterien bei den verschiedenen Schiffen. Also Grundfeuerreichweite heißt unausgebaut. Ja? Das heißt, die Feuerleitanlage 2 ist bei den Schiffen noch nicht mit einkalkuliert. Ne? Die Grundfeuerreichweite Tierstufe 3 wird in Zukunft 10,34 Kilometer sein. Das ist eine Erhöhung um 700 Meter. Das T4-Schiff wird gesenkt von 14,1 auf 13,5. T6 kriegt eine Senkung, und zwar von 15,3 auf 14,7. Dann haben wir bei der Zara von 14,3 auf 14,65, das heißt eine Erhöhung um 300 Meter. Die Amalfi wird verbessert von 13,59 auf 14,68. Die Brindisi, da ist der T9-Schiff, von 15,2 auf 15,57. Und die Venezia bekommt da keine Veränderung, außer dass der mittlere Turm hier nämlich bessere Drehwinkel, also bessere Schusswinkel bekommt. Er kann jetzt schon spitzer, also in diesem Bereich, schon wirken. Das konnte er vorher nämlich nicht. Das ist eine Verbesserung um 19 Grad zu beiden Seiten. Ja, also richtig, ja, richtig krasse Geschichte. Ja, das sind die Veränderungen, die wir hauptsächlich bei den Granaten, bei der SAP-Granate haben. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendetwas vergessen habe. Nee, das nicht, aber jetzt kommen wir zum letzten Thema, dafür habe ich kein Bild, sondern da geht es um Clangefechte. Es wird einen geschlossenen Test geben für Clangefechte, und zwar werden die Karten Norden, Land des Feuers, Meer des Glücks und Mountain Ranges, glaube ich, Bergkette, werden testweise mit Zyklonen, also mit diesem Seesturm, mit diesem, da wo diese Sicht sich verringert, wo die Streuung der Granaten erhöht wird, die Sichtbarkeit nach dem Schuss von 20 runtergeht auf 7 Sekunden, ich glaube, das waren 20 Sekunden, die man aufgeht, habe ich gerade nicht ganz 100% parat, oder waren es 21, auf jeden Fall geht man relativ schnell im Zyklon ja wieder zu, dafür hat man aber eine erhöhte Streuung, also eine ganze Geschichten, also wird auf jeden Fall interessant und bringt mehr Farbe in die klaren Gefechte und vor allen Dingen sind weniger vorhersehbar. Und genau das möchte Wargaming hier erreichen. Ich bin gespannt, ob sie das durchsetzt in dem geschlossenen Test. Wenn das so ist, wäre das sicherlich eine Bereicherung der klaren Gefechte, weil jetzt ja immer noch so eine fixe Taktik vorliegt und so weiter. Das ist auch das. Ja, Flugzeugträger würden da halt auch nur Auflockerung reinbringen. Es gibt viele, die Flugzeugträger nicht mögen und sie sind ja auch noch nicht final gebalanced, gerade mit der Anti-Air. Die Flugzeugträger an sich sind ja eigentlich mehr oder weniger fertig, aber die Anti-Air-Funktion, die wird ja gerade noch weiter überarbeitet. Von daher schauen wir einfach mal, wie sie das entwickelt. Das waren die Informationen, die ich jetzt für euch hatte. 4 Themen hatten wir. Ich hoffe, es war informativ für euch, auch wenn ich diesmal keine 3D-Bilder für euch hatte, weil der Mod leider noch nicht so weit ist, dass ich euch die Schiffe im Spiel als 3D-Modell zeigen kann. Ich bitte dazu entschuldigen. Ich bin da auf Mods angewiesen. Bin aktuell kein Kontributor, von daher habe ich nicht vorab Zugriff auf diese Schiffe. In dem Sinne, ich danke für eure Zeit, für Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, auch über ein Weiterempfehlen, vielleicht zu euren Freunden oder so, die ja auch gerne aktuelle Informationen hätten. Und dann sind sie nämlich hier genau richtig. Wir hören uns beim nächsten Video. Ich sage tschüss, euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Seacrowds.